Zur Reihenfolge der Tagesordnung. Zu Beginn der Tagesordnung wird Punkt 42 aufgerufen. Anschließend werden die Tagesordnungspunkte 44 und 49, die verbundenen Punkte 53 und 8 sowie 46 und 50 in dieser Reihenfolge aufgerufen. Nach Tagesordnungspunkt 6 werden Punkt 50 und die verbundenen Punkte 52, 54, 58 und 59 ebenfalls in dieser Reihenfolge behandelt. Nach Punkt 12 werden die Punkte 55, 56 und 57 in dieser Reihenfolge aufgerufen. Im Übrigen bleibt die Reihenfolge unverändert. Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Wir kommen dann zu, Punkt 42, Haushaltsgesetz 2014. Wortmeldungen sehe ich nicht. Da weder eine Ausschussempfehlung noch ein Landesantrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses vorliegt, stelle ich fest, dass zu dem Gesetz der Vermittlungsausschuss nicht angerufen wird. Wir kommen zu Punkt 44, Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie. Hierzu hat sich zu Wort gemeldet Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht aus Thüringen. Christine Lieberknecht, CDU, die Ministerpräsident aus Thüringen, die erste Rednerin also jetzt zum Thema Mindestlohn. Meine verehrten Damen und Herren, es gibt Worte, mit denen sollte man durchaus sparsam umgehen. Dazu gehört das Wort historisch. Gleichwohl gibt es Situationen, in denen man es doch gebrauchen kann. Im Deutschen Bundestag war das der Fall, nachdem 89% der Abgeordneten dem Entwurf des Gesetzes zur Autonomiestärkung zugestimmt hatten. Es weht also durchaus ein solcher Hauch von Geschichte auch in diesem Hohen Haus, meine ich, wenn wir gleich mit übergroßer Mehrheit der Länder ebenfalls diesem Gesetz zustimmen werden. Ich denke, es ist angebracht, diese Situation zu würdigen, ausdrücklich zu würdigen, weil erstens sichergestellt ist, dass keiner, der einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, in Zukunft noch zum Aufstocken seines Lohnes aufs Amt gehen muss. Damit verbessert sich die Situation gerade von Menschen mit einem niedrigen Einkommen sehr deutlich. Und zweitens, weil es die Politik geschafft hat, in einer Frage, die über Jahre hinweg ein großes Streitthema war, eine Einigung zu erzielen. Wir haben gezeigt, ein parteiübergreifender Kompromiss ist möglich. Natürlich beschließen wir etwas, was es in Deutschland noch nicht gegeben hat. Deswegen ist das auch nicht frei von Kritik und es ist auch nicht frei von Skepsis im Blick auf das, was da alles im Nachgang noch kommen wird, was wir auch nicht hundertprozentig sagen können, dass zum Beispiel beim Nachlassen der Konjunktur sich zeigen könnte, dass sich Krisen verschärfen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise steckt uns ja auch noch deutlich in den Knochen. Trotzdem meine ich, dass die Branchen, dass die Unternehmen die notwendigen Anpassungsprozesse werden leisten können. Wir haben eine Lösung gefunden, einen tragfähigen Kompromiss, der viele Einwände, besonders auch aus den Reihen der Wirtschaft, aufnimmt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich der branchenübergreifende gesetzliche Mindestlohn in Deutschland dann doch bewähren wird und das auch in Zeiten, die vielleicht nicht immer unbedingt vom Wachstum gekennzeichnet sein müssen, das heißt auch in Rezession und Krisenzeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die jetzt gefundenen Übergangsregelungen finde ich sinnvoll und wichtig. Auch darüber haben wir hart gerungen. Es ist richtig und wichtig, dass der Mindestlohn in Deutschland nicht quasi über Nacht kommt, sondern dass Möglichkeiten bestehen, sich darauf einzustellen. Er wird grundsätzlich eingeführt ab Anfang 2015. Bis Ende 2017 dürfen die Branchen Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz unterhalb des allgemeinen Mindestlohnes noch bestehen bleiben. Auch das gibt mehr Zeit für den Übergang. Wir wissen, eine ganz besondere Herausforderung stellt sich für die Zeitungszusteller. Zunächst 75% ab 2016, 85% und erst ab 2017 die vollen 8,50 € pro Stunde. Hier wird aus meiner Sicht
berechtigter Kritik der Branche Rechnung getragen, auch wenn es immer noch Sorgen gibt, auch wenn im Bundestag nicht die Lösung, die mit der Bundesarbeitsministerin ursprünglich mit der Branche vereinbart war, so Bestand hatte. Sorgen gibt es immer, meine ich. Geändert hat der Bundestag auch die Ausnahmeregelung für Praktikanten. Zwar sind verpflichtende Praktika im Rahmen einer Ausbildung weiter grundsätzlich vom Mindestlohn ausgenommen. Bei Orientierungspraktika vor oder während einer Ausbildung gilt jedoch, dass erst nach 3 Monaten und nicht wie bisher nach 6 Wochen der Mindestlohn gezahlt werden muss. Letzteres ist richtig, weil bei kürzeren freiwilligen Praktika, wie sie etwa von Geisteswissenschaftlern bei Verlagen oder in Kultureinrichtungen oder eben auch in politischen Gremien absolviert werden, die benötigte Einarbeitungszeit oft in keinem angemessenen Verhältnis zur Dauer des Praktikums steht. Darauf wurde im Übrigen auch in der parlamentarischen Befassung im Bundestag hingewiesen. Obwohl die Einführung des Mindestlohns den Kern des Gesetzes darstellt, geht es, das sagt auch schon der Gesetzestitel, auch um die Stärkung der Tarifautonomie. Und so ist mir ganz besonders entscheidend, dass nach der gesetzlichen Einführung die Festlegung des Mindestlohns Sache der Tarifpartner bleibt. Das war ja auch der Kern des vor 2 Jahren schon vorgelegten Thüringer Modells. Wir hätten damals allerdings von Anfang an, auch ohne die politische Festsetzung des Anfangsbetrags, die Arbeit in die Kommission unter Beibehaltung der Tarifautonomie bzw. mit Stärkung der Tarifautonomie gegeben. Das ist in der Koalition politisch anders entschieden worden. Wichtig ist aber für die Zukunft und für die weitere Entwicklung, dass es keinen politischen Wettlauf um politisch fixierte Mindestlöhne geben darf, sondern dass das mit aller Fach- und Sachgerechtigkeit durch die Tarifpartner und unter Zuziehung auch entsprechenden Sachverstandes der Wissenschaft geschieht. Wir stimmen heute also über ein intensiv diskutiertes, sorgfältig ausgewogenes und von einer überwältigenden Bundestagsmehrheit getragenes Gesetz ab. Ein Gesetz, das für viele Menschen Besserungen bringt, und es ist das Ziel von Politik, den Menschen soll es besser gehen in unserem Land. Und ich traue unserer Wirtschaft, ich traue den Branchen der Wirtschaft zu, dass sie die Anpassungsstrategien zügig vornehmen, dass dieses Gesetz, so wie wir es auch im Koalitionsvertrag fixiert haben, keine Arbeitsplätze in Deutschland kostet, dass es weiter aufwärts geht und dass es vor allen Dingen den Menschen besser geht. Aus diesen Gründen wird Thüringen heute dem Tarifautonomie-Stärkungsgesetz zustimmen. Herzlichen Dank. Christine Lieberknecht, CDU, die Ministerpräsidentin aus Thüringen, und sie hat die heutige Entscheidung im Bundesrat für den Mindestlohn als historisch bezeichnet. Der nächste Redner, Olaf Scholz, SPD, der erste Bürgermeister aus Hamburg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein besonderer Tag in der Geschichte der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Deutschland führt wie viele, viele andere Länder auf der Welt einen gesetzlichen Mindestlohn ein, der für alle gilt. Das ist in Deutschland lange umstritten gewesen, obwohl es in der halben Welt gang und gäbe ist, selbst in den Ländern und Staaten, wo man das gar nicht vermutet. Die USA haben seit vielen, vielen Jahrzehnten einen gesetzlichen Mindestlohn, der dort die Entfaltung der Marktwirtschaft noch niemals beeinträchtigt hat. Er wird es bei uns auch nicht. Dieser wichtige Tag, den wir heute haben, ist aber vor allem auch ein großer Sieg für die Moral. Denn das ist es, worum es zuallererst geht, wenn wir über einen Mindestlohn in Deutschland diskutieren. Natürlich, es geht auch ums Geld. Wer so wenig verdient, dass er sich freuen kann, weil der Staat durch Regeln sicherstellt, dass er nicht weniger als 8,50 Euro verdienen wird in Zukunft, für den ist jeder Cent wichtig, der hier als Erhöhung zustande kommt. Aber die moralische Komponente des gesetzlichen Mindestlohns dürfen wir niemals übersehen. Sie bedeutet nämlich, dass wir sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn jemand, der den ganzen Tag arbeitet, trotzdem am Ende für seinen eigenen Lebensunterhalt noch auf öffentliche Hilfe angewiesen ist. Und dass man so viel verdient, dass man das selber bewerkstelligen kann, wenn man so schwer schuftet, das ist das, was wir heute erreichen. Und deshalb ist das auch ein großer Tag für die moralische Qualität des Miteinanders und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dass wir einen längeren Prozess haben, in dem das jetzt eingeführt wird, ist kein Problem.
Natürlich kann man sich alles immer gleich und sofort wünschen, aber wenn man eine so bedeutende Veränderung vornimmt, dann ist es auch in Ordnung, dass man einen Einfädelungsvorgang organisiert, wie er hier vereinbart ist. Am Ende steht aber, wenn die Übergangsfrist zu Ende ist, dass es ohne Branchenausnahmen für alle einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, der dann bei 8,50 bzw. den späteren höheren Mindestlöhnen liegt. Warum ist es nach all den Branchenmindestlöhnen, die wir schon haben und die wir auch zukünftig noch zusätzlich bekommen werden, wichtig, dass es einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt? Weil eben solche Branchenmindestlöhne gerade da, wo die Stellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders schwierig ist, wo sie besonders wenig Möglichkeiten haben, etwas zu tun, auch so ist, dass dann ein Branchenmindestlohn oft nicht zustande kommt. Deshalb müssen wir flächendeckend und überall diesen Schutz gewährleisten. Und es gibt natürlich eine Erfahrung, die wir als Gesetzgeber immer mitkalkulieren müssen. Es ist nicht das tägliche Handeln von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie in den Gesetzen blättern, dass sie sich auskennen mit der unglaublich großen Tarifdatenbank, die überall geführt wird, dass sie nachschlagen können, was denn nun im Einzelnen gilt. Und ich finde, es ist eine der ganz, ganz wichtigen Errungenschaften des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, dass jeder weiß, was man mindestens verdienen muss. Ob man nun in einer Imbissbude angestellt wird oder sonst wo arbeitet, es ist für alle klar. Diejenigen, die uns vorgegangen sind, Großbritannien zum Beispiel, das Ende der 90er Jahre einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt hat, so ähnlich wie wir das machen, die haben gesagt, dass der zu etwas beigetragen hat, was bei der Rechtsbefolgung unübersehbar wichtig war, nämlich zu sagen, man muss in den populärsten und am meisten gelesenen Zeitungen einmal im Jahr eine Titelüberschrift finden, in der steht, wie der Mindestlohn nun ist. Und ich sage es deshalb auch mal hier ausdrücklich, nur wenn die Bild-Zeitung einmal im Jahr veröffentlicht, was der Mindestlohn ist, wird es auch überall eingehalten werden. Und das machen wir mit dem Gesetz, das wir jetzt hier beschließen, auch möglich. Meine Damen und Herren, dass wir Ausnahmeregelungen haben für einzelne Gruppen, für sehr junge Leute, die sich eigentlich ja auch auf einen Ausbildungsplatz konzentrieren sollen, für diejenigen, die als Praktikanten tätig sind, das ist kein Problem, weil es keine Branchenausnahmen gibt. Das wird alles sich in der Praxis, glaube ich, gut bewähren und ist sehr vertretbar, wenn wir den weiteren Prozess sehen. Meine Überzeugung ist, dass in wenigen Jahren, und das ist ja immer ein guter Fortschritt, alle Parteien, die in Deutschland Politik machen, sagen werden, das sei schon immer so gewesen. Der Mindestlohn gehöre zum Kernbestand der Marktwirtschaft dazu und man sei eigentlich der Erfinder desselben. Ich glaube, das ist genau das, was man anstreben muss, weil es eigentlich einen großen gesellschaftlichen Konsens widerspiegelt. Wir werden ihn erreichen. Was sich in den letzten Jahrzehnten auch geändert hat in unserem Land, sind bestimmte Entwicklungen, die zum Beispiel die Bedeutung von Tarifverträgen reduziert haben. Als ich als junger Arbeitsrechtsanwalt anfing, war es so, dass fast überall in vielen Branchen noch allgemeinverbindliche Tarifverträge galten für diejenigen, die in diesen Bereichen in der Gastwirtschaft etwa oder in der Bauwirtschaft und anderswo tätig waren oder im Einzelhandel und für alle galten und von allen beachtet werden mussten. Diese allgemeinverbindlichen Tarifverträge und die Zahl der Tarifverträge hat aber in den letzten Jahrzehnten abgenommen und vor allem die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Betriebe, für die sie unmittelbar aus der Tarifbindung gilt. Und deshalb ist es gut, dass im Rahmen des Gesetzespaketes, das wir heute beschließen wollen und das zur Stärkung der Tarifautonomie gedacht ist, sich auch Regelungen finden, die es leichter machen, von vielen getragene, von Arbeitgebern und Gewerkschaften getragene Tarifverträge in einer Branche allgemeinverbindlich zu machen. Auch das wird dazu beitragen, dass nicht der Wettbewerb um geringe Löhne darüber entscheidet, welches Unternehmen am erfolgreichsten ist, sondern der Wettbewerb um gute Dienstleistungen, um gut organisierte, moderne Produktion und über großartige Produkte, die hergestellt werden. Das ist das klassische deutsche Wirtschaftsmodell. Vielleicht lassen Sie mich das zum Schluss auch sagen. Wir diskutieren gegenwärtig über die Frage, was denn vielleicht der Grund dafür ist, dass Deutschland im Vergleich vieler anderer Länder durch die letzte Krise sehr gut gekommen ist und auch heute ein sehr hohes Beschäftigungsniveau hat. Dafür gibt es viele, viele Gründe. Aber es gibt auch einige Entscheidungen, die liegen schon sehr, sehr lange zurück.
Eine zum Beispiel, um die es heute nicht geht, dass im Zuge der Industrialisierung entschieden worden ist, das aus dem handwerklichen Milieu stammende System der Berufsausbildung auf die neuen industriellen Arbeiterberufe und Angestelltenberufe zu übertragen. Eine andere Entscheidung ist, dass Deutschlands Arbeitgeber- und Deutschlands Arbeitnehmerorganisationen immer einig darüber waren, dass wir die effizientesten, auch rationalisiertesten und modernsten Produktionstechniken und die besten Technologien einsetzen, dass im Gegengeschäft die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich aber darauf verlassen können, dass sie, wenn es denn möglich ist, angesichts der Wirtschaftslage sichere Arbeitsplätze haben und gute Löhne. Wir tragen dazu bei, dass dieses historische Erfolgsmodell Deutschlands auch in der Zukunft weiter bestehen kann. Schönen Dank. Olaf Scholz war das der erste Bürgermeister aus Hamburg. Er hat die Einführung des Mindestlohns in Deutschland als Sieg für die Moral bezeichnet. Und er kommt ab nächstes Jahr mit 8,50 Euro mit Ausnahmeregelung, ab 2017 dann flächendeckend. Und ab dann wird alle zwei Jahre die Kommission der Tarifpartner weiter über den Mindestlohn beschließen. Jetzt Malu Dreyer, SPD, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Natürlich, es ist ein historischer Tag. Und die Süddeutsche Zeitung titelte eine der wichtigsten Sozialreformen der Nachkriegszeit. Ich möchte das wirklich unterstreichen und auch das aus ganzer Überzeugung und aus ganzem Herzen. Es ist ein riesiger Schritt. Ab dem 01.01.2015 werden ja 3,7 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von diesem Gesetz vom Mindestlohn profitieren und weitere dann eben zum 01.01.2017, sobald die Tarifverträge dann in Kraft getreten sind und zu den 8,50 Euro kommen werden. Es ist wichtig, dass wir hier einen großen Konsens haben in der Bundesrepublik Deutschland. Endlich muss man sagen, dass hier niemand arbeiten soll, den ganzen Tag arbeiten soll und unter 8,50 Euro verdient. Das war ein langes Ringen um dieses Thema. Und ich denke, wir können heute alle sehr froh darüber sein, dass wir sagen dürfen, endlich ist es soweit. Deutschland weiß, unter 8,50 Euro ist Arbeiten eben nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich. Es hat sich viel geändert, seit Wirtschaft weiß, dass die Politik ernst meint mit dem Thema Mindestlohn. Und auch das ist im Grunde ein Triumph am heutigen Tag. In vielen Branchen, um die wir lange gerungen haben, sind längst Tarifabschlüsse getätigt worden. Man hätte es sich eigentlich vorher gar nicht vorstellen können. Die Fleischindustrie ist ein gutes Beispiel dafür, was vor allem auch ein Bereich ist, in dem wir ganz viel mit Niedriglöhnen zu tun haben. Insofern ist auch das bewirkt worden, allein durch den Prozess und die Ernsthaftigkeit der Politik, endlich auch Schluss zu machen mit diesem Thema und deutlich zu zeigen, wir wollen diesen Mindestlohn. Insofern begrüße ich es auch, dass es ein paar Branchen gibt, die sich jetzt endlich aufgerafft haben, einen Tarifvertrag abzuschließen und dadurch der 8,50 Euro-Betrag eben erst im Jahr 2017 zustande kommen wird. Unser Anliegen muss es doch auch sein, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich in anderen Branchen wieder auf den Weg machen, gemeinsam miteinander Tarifverträge abzuschließen. Der gesetzliche Mindestlohn ist am Ende ja nur deshalb erforderlich geworden, weil letztendlich die Tarifpartner an dieser Stelle auch ein ganzes Stück weit versagt haben. Viele, viele Branchen ohne tarifvertragliche Bindungen, viele, viele Branchen mit Tarifverträgen, mit Löhnen, die man eigentlich nicht akzeptieren kann. Insofern begrüße ich auch, dass mit diesem Gesetz und auch mit dem ernsthaften Willen der Politik klar in Deutschland es eine Bewegung wieder zu mehr Tarifverträgen gibt und zu einem vernünftigen Miteinander unter den Sozialpartnern, auch was das Thema Löhne betrifft. Es ist heute auch ein Tag, an dem endlich Schluss ist mit der Generation Praktikum. Und ich sage das jetzt hier noch mal sehr bewusst. Die Regelung dieses Gesetzes enthält Ausnahmen, ja. Aber diese Ausnahmen sind doch die natürlichsten Ausnahmen der Welt. Es gibt selbstverständlich den Bedarf, dass junge Leute Praktika machen können, bevor sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und es ist vollkommen wurscht aus meiner Sicht, ob das Pflicht- oder freiwillige Praktika sind. Es sind Praktika, die junge Menschen prägen und sie auf dem Weg zu ihrer Ausbildung ein Stück weit unterstützen in dem, was sie tun. Aber genauso klar ist, und so steht es auch im Gesetz, dass mit dem Abschluss der Ausbildung, mit der dualen Ausbildung oder auch eben mit dem Studium, dass es danach eben 8,50 Euro gilt, egal in welchen Branchen man arbeitet.
Und wenn wir früher über die Generation Praktikum gesprochen haben, dann haben wir eigentlich über die jungen Menschen gesprochen, die studiert haben und trotz Abschluss, trotz akademischen Abschlusses sogar, in der Wirtschaft nur noch Verträge bekommen haben, mit denen sie erst mal ein halbes Jahr Praktika gemacht haben, für Löhne weit, weit unter 8,50 Euro. Und deshalb sage ich es hier nochmals ganz bewusst, es ist wichtig, dass wir diese Regelung jetzt haben und dass die Generationen, die jüngere Generation weiß, wenn ich meinen Berufsabschluss abgeschlossen habe, dann gibt es keine Praktika mehr für Umme sozusagen, sondern dann kann ich auch darauf bauen, dass die 8,50 Euro eben Geltung haben. Ein letzter Punkt, auch das ist mir wichtig, wenn die Tarifverträge ihre Geltung haben, gibt es keine Branchenausnahmen. Und ich sage das auch noch mal bewusst, weil es teilweise auch öffentlich falsch gesagt wird. Es gibt keine einzige Branche, die ausgenommen ist von diesem Gesetz. Und es gibt keine Branche, für die nicht gelten wird, 8,50 Euro ist der Mindestlohn, der zu bezahlen ist. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Auch ein gutes Verhandlungsergebnis, ein Ergebnis, was wir auch großem Geschick unserer Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zu verdanken haben, bei der ich mich wirklich sehr, sehr herzlich bedanken möchte, auch wenn sie heute nicht persönlich da ist. Es ist wirklich landesweit anerkannt worden, dass sie mit allen Branchen Gespräche geführt hat und darum gerungen hat, wie man zu guten Ergebnissen kommen kann. Und heute können wir mit großem Stolz sagen, dass wir ein Gesetz verabschieden, das keine Branchenausnahmen hat. Ja, in manchen Stellen eine Übergangszeit, aber letztendlich gibt es keine Branche, für die nicht gelten wird, dass wir 8,50 Euro in Zukunft als Mindestlohn haben werden. Ich hätte mir gewünscht, dass der Vorschlag von Andrea Nahles bei den Zeitungsausträgern tatsächlich zur Geltung gekommen wäre. Das ist nicht gelungen. Aber ich denke, dass die Verleger jetzt auch mit dieser Regelung umgehen werden können. Insofern hoffe ich, dass wir auch da eine Regelung gefunden haben, die auch in Zukunft sicherstellt, dass Menschen auch in sehr ländlichen Regionen Zeitungen verteilen werden und die Verleger Lösungen finden, eben mit dieser Regelung jetzt auch umzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir betreten mit diesem Gesetz Neuland. Endlich, wir sind eines der allerletzten Länder in Europa. Ich denke, auch im europäischen Kontext können wir froh sein, dass wir unseren Nachbarn endlich sagen können, auch wir haben einen Mindestlohn und wir drücken uns nicht vor diesem Thema. Ich bin sehr froh über diesen Tag und ich glaube, wir sollten uns alle darüber freuen im Sinne unserer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die den ganzen Tag arbeiten gehen und endlich wissen, ab 2015 werden sie auch ordentlich bezahlt. Vielen Dank. Malu Dreyer war das, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Es war ein langes Ringen, hat sie gesagt. Und oft gab es ja hier Anträge, wo die Bundesregierung aufgefordert wurde für einen Mindestlohn. Jetzt ist es also dann soweit ab nächstes Jahr, ab 2015. Helmut Markov ist der nächste Redner, der Justizminister aus Brandenburg von der Linken, spricht zum Thema Mindestlohn. Ja, es hat über ein Jahrzehnt gedauert, bis es ein Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland zum gesetzlichen Mindestlohn gibt. Und wer sich in Erinnerung ruft, zum Anfang waren es nur wenige Gewerkschaften, die dies auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und ja, es war auch nur eine einzige Partei, die dies von Anfang an auf ihre Fahnen geschrieben haben. Mittlerweile ist die Zahl der politischen Akteure richtig gestiegen. Es ist gesellschaftsfähig geworden und darüber können wir uns natürlich sehr freuen. Wobei, Frau Lieberknecht, ich habe den Hauch der Historie nicht gespürt, weil über 20 Mitgliedsländer der Europäischen Union dies schon längst haben. Das ist politische Normalität und ich halte es für dringend erforderlich, dass die Bundesrepublik Deutschland in dieser politischen, europäischen oder wie Herr Scholz gesagt hat, sogar weltweiten Normalität ankommt. Fakt ist, dass es eine Menge Debatten, Auseinandersetzungen, Argumente pro und contra gegeben hat. Die will ich gar nicht alle wiederholen. Jetzt haben wir ein Gesetz und das Land Brandenburg wird diesem Gesetz selbstverständlich zustimmen, weil es ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Richtung ist, die wir wollen. Ich habe mich allerdings ein bisschen gewundert, dass die Mängel dieses Gesetzes von meinen Vorrednern im Endeffekt fast gar nicht benannt worden sind.
Denn wenn man sich das genau anschaut, muss man einfach der Fairness halber sagen, es betrifft etwa 2,5 Millionen Bürger, die es betreffen sollte, nicht, weil wir Übergangsregelungen und Ausnahmeregelungen eingebaut haben. Das kann man zumindest benennen. Und dass diese natürlich unzufrieden sind, dass sie noch warten müssen, das kann man doch nachvollziehen. Und es gibt eine große Anzahl von Ausnahmen und Übergangsbedingungen. Für geringfügig Beschäftigte, für Schüler, für Studenten, für Langzeitarbeitslose, für Saisonkräfte, für Hilfsarbeiter. Und dadurch, ich komme auf die einzelnen Punkte noch, und dadurch ist das Gesetz nicht durchgehend für alle. Es ist angreifbar und es ist auch in einigen Punkten wirkungslos. Mehr als jeder Dritte fällt aus diesem Gesetz heraus. Und damit ist der Anspruch, der ja eigentlich der war, den alle politischen Kräfte artikuliert hatten, nämlich die Reichweite möglichst breit zu machen und auch den Schutzzweck für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umfassend zu spannen, so noch nicht gelungen. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages kommt zu der Einschätzung, dass Ausnahmeregelungen, die sich auf den sozialen Status von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern begründen, schwer nur in Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz zu bringen ist. Und wenn Sie sich die Regelung für die Langzeitarbeitslosen anschauen, so heißt das, dass sie 6 Monate nach Aufnahme der Tätigkeit davon ausgenommen sind. Wenn wir glauben, dass wir damit die Wiedereingliederungschancen der Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt befördern, dann sehe ich das eher skeptisch. Weil bei ganz vielen sozialpolitischen Maßnahmen, die in der Vergangenheit erlassen worden sind, hat sich immer gezeigt, dass Unternehmen, und das ist dann auch ihr gutes Recht, versuchen, die Lücken zu finden. Und das bedeutet, dass für Tätigkeiten, für die keine hohe Qualifikation notwendig ist, sehr wohl die Möglichkeit besteht, dass man Substitutionseffekte organisiert, indem die Unternehmen genau dort Langzeitarbeitslose für eine bestimmte Zeit einsetzen und nach den 6 Monaten oder kurz vor Ablauf der 6 Monate wieder entlassen. Und das heißt, wir organisieren einen Niedriglohnsektor unterhalb der Mindestlohngrenze. Man hätte das mit der Evaluation, was ja vorgesehen ist für diesen Bereich, auch rumdrehen können. Nicht, wir machen jetzt die Ausnahme und schauen dann nach, ob wir sie ändern sollten, sondern man hätte auch sagen können, und das wäre meiner Ansicht nach auch logischer gewesen, wir nehmen sie mit rein und wenn es tatsächlich negative Auswirkungen für die Beschäftigungseffekte für Langzeitarbeitslose gegeben hätte, dann hätten wir das dann noch korrigieren können. Ein weiterer Punkt ist, wir haben Altersgrenzen eingeschoben, nämlich Ausnahmen und Sonderregelungen für Jugendliche, die jünger als 18 Jahre sind. Und das sind ungefähr 300.000, die davon betroffen sind. Und das heißt, wenn Sie sich die europäische Rechtsprechung der vergangenen Jahre anschauen, ist das ein Punkt, der kritisch zu sehen ist. Weil insbesondere Regelungen, die einer Altersdiskriminierung, so ist der Begriff, unterliegen, fast immer vom Europäischen Gerichtshof angegriffen worden sind. Die Ausnahme bei den Zeitungszustellern ist schon erwähnt worden. Das sind 300.000. Das ist eine Übergangsregelung, wird also prozentual stufig eingeführt und damit auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, der gesetzliche Mindestlohn kommt voll zum Greifen. Und wir haben 800.000 Saisonarbeitskräfte. Und da soll die Möglichkeit bestehen, Verpflegung und Unterkunft auf den Mindestlohn anzurechnen. Wozu wird das führen? Das wird dazu führen, dass diejenigen, die Verpflegung und Unterkunft zur Verfügung stellen, dafür die Preise anheben, weil sie das von dem Mindestlohn dann wieder abziehen können. Und wenn Sie sich überlegen, dass gleichzeitig die Zeit verlängert worden ist, wo keine Versicherungsleistungen zu zahlen sind, von 50 auf 70 Tage, dann kann man doch die Befürchtung nicht vollkommen wegwischen, dass das dazu führen kann, dass Dinge, die bisher als Saisonarbeit liefen, ausgedehnt werden
um diese Versicherungskosten zu sparen. Ich habe schon gesagt, 2,5 Millionen sind noch nicht in diesem Gesetz integriert. Das sind so viel, wie Brandenburg insgesamt Einwohner hat. Und ich glaube auch, dass das Grundprinzip, dass sich Entlohnung immer nach der zu verrichtenden Arbeit zu richten hat und nicht nach Alter oder sonstigen Ausnahmebedingungen, sollte der Grundsatz bleiben. Des Weiteren möchte ich noch gerne zwei Punkte anführen. Wenn man in einem Gesetz keine exakten rechtlichen Definitionen hat, wird das möglicherweise zu Rechtsstreitigkeiten führen. Ich erinnere hier an die Hartz-IV-Gesetzgebung. Warum sage ich das? Wenn man nicht exakt definiert, was ist gesetzlicher Mindestlohn, dann wird das zu Gerichtsauseinandersetzungen führen. Und ich sage Ihnen jetzt im Land Brandenburg, wir haben an den Sozialgerichten eine unheimlich anwachsende Zahl von Verfahren, weil die Gesetzgebung nicht eindeutig definierte Begriffe zugelassen hat. Und die Gerichte, und das ist dann Ländersache, werden als Reparaturbrigaden für eine nicht exakte bundesrepublikanische Gesetzgebung benutzt. Und ich finde, da sollte man bei den zukünftigen Überprüfungen viel mehr darauf achten. Und ich fände es auch gut, wenn man eine Verbandsklagemöglichkeit für Gewerkschaften einführen würde, weil das natürlich ja ganze Gruppen umfasst, die es dann einfacher haben, ihr Recht durchzusetzen. Das Land Brandenburg, wir haben zwar keinen gesetzlichen Mindestlohn, aber wir haben seit dem 01.01.2012 ein Vergabegesetz eingeführt, was sowohl soziale Komponenten hat, als auch eine Lohnuntergrenze. Begonnen haben wir mit 8 Euro, jetzt sind wir bei 8,50 Euro. Und all die Befürchtungen, die auch dort permanent geäußert wurden, das führt dazu, dass weniger Arbeit vergeben wird, das führt dazu, dass Entlassungen vorgenommen werden, mitnichten, das hat es nicht gegeben. Und auch deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass diese Argumentation, die ja viele, viele Jahre die Debatte bestimmt haben, sich auch für dieses Mindestlohngesetz nicht so zeigen wird. In dem Sinne hoffe ich, dass bei der Überprüfung dieses Gesetzes noch einige Änderungen dann später vorgenommen werden können, um die Anzahl der Ausnahmen und Übergangsregelungen zu minimieren. Danke. Helmut Markow war das Justizminister aus Brandenburg von der Partei Die Linke und er hat, wie seine Kollegen im Bundestag von der Linken, die Ausnahmeregelungen kritisiert. Olaf Lies, SPD, der Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, ist der nächste Redner zum Thema Mindestlohn hier im Bundesrat. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 3. Juli wird als sozialpolitisch bedeutsamer und guter Tag für ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Erinnerung bleiben. Der 3. Juli ist der Tag, an dem der Deutsche Bundestag eine mittlerweile über 10 Jahre anwährende Diskussion beendet hat, die Diskussion um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland. Und ja, meine Damen und Herren, es mag Details geben, die man kritisieren kann, es mag Details geben, über die man noch reden kann. Es bleibt aber eine arbeitsmarktpolitisch-historische Entscheidung, die getroffen worden ist. Ab dem 01.01.2015 bzw. bei abweichenden Tarifverträgen der Sozialpartner ab dem 01.01.2017 haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ohne jegliche Unterschreitungsmöglichkeiten einen Anspruch auf einen Stundenlohn von 8,50 Euro. Ja, über die Ausnahmen haben wir gesprochen, aber auch die sind am Ende dann begrenzt und führen zum Mindestlohn für alle. Und der Lohnunterbietungswettbewerb, den wir haben, mit Löhnen zum Teil unter 5 Euro in der Stunde, hat damit endlich in Deutschland ein Ende. Die niedersächsische Landesregierung hat sich immer wieder für einen gesetzlichen Mindestlohn eingesetzt und seit Übernahme der Regierungsgeschäfte Anfang letzten Jahres die Umsetzung ihres Leitbildes Gute Arbeit vorangetrieben. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass es mit dem vorliegenden Tarifautonomiestärkungsgesetz tatsächlich zu diesem Ergebnis kommen wird. Übrigens auch die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Arbeitnehmerentsendegesetzes und die Vereinfachung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen werden einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt leisten. Und wir stehen nicht alleine da, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage in der letzten Woche zeigt, dass nicht weniger als 88% der deutschen Bevölkerung genau dieses Ergebnis gewünscht haben. Die niedersächsische Landesregierung wird diesen Beschluss deshalb nicht nur aufgrund der breiten Mehrheit, sondern aus voller Überzeugung mittragen. Nicht ohne Grund, weil ich vor einigen Monaten hier über die Situation der Zerlegeindustrie in Niedersachsen gesprochen habe und die dramatischen Auswirkungen auf die Beschäftigten mit Löhnen, die zum Teil deutlich unter 5 Euro gelegen haben, und über die Arbeits- und Wohnbedingungen haben wir ebenfalls diskutiert. Ohne die Diskussion des Mindestlohns, ohne den öffentlichen Druck, wäre es zu dem Tarifvertrag, der inzwischen geschlossen worden ist, nicht gekommen. Damit haben nicht nur Zehntausende von Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eine Verbesserung erzielt, sondern auch das Bild von Deutschland in der Öffentlichkeit, im europäischen Ausland, hat sich damit verbessert. Wir setzen auf Sozialpartnerschaft. Das ist ein kluger, das ist ein richtiger Weg. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist nach meiner festen Überzeugung richtig und notwendig, auch wenn Kritiker das zum Teil anders sehen. Denn was spricht gegen den Mindestlohn? Das ist die Debatte, dass nach dem Grundgesetz zunächst das Aufgabe der Tarifvertragsparteien ist, Arbeitsbedingungen und damit auch Löhne und Tarifverträge festzulegen. Unsere Antwort kann doch nur lauten, ja sicher, wenn es die Tarifvertragsparteien und Sozialpartner denn flächendeckend geschafft hätten, für alle auskömmliche Löhne zu vereinbaren und durchzusetzen, hätten wir die Debatte gar nicht gehabt. Die Realität ist aber anders. Tarifbindung ist immer weiter zurückgegangen, Tarifflucht ist gang und gäbe geworden. Und von einem gesicherten Ausgleich der Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitgeber ist schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich die Rede. Auch dieses Gesetz wird dafür sorgen, dass der Druck auf Sozialpartnerschaft, der Druck auf tarifliche Lösungen weiter erhöht wird. Aber es gibt auch auf der aktiver Seite des Mindestlohns Dinge festzustellen. Aktuell haben wir in Deutschland geschätzt 5 Millionen Menschen, die mit einem Stundenlohn unter 8,50 Euro arbeiten müssen. Das sind 5 Millionen Frauen und Männer aus allen Beschäftigungsgruppen mit unterschiedlichsten Qualifikationen, sogenannte atypische Beschäftigung in Teilzeit, Leiharbeit, Befristung, Werkverträge, aber ebenso in klassischen Normalarbeitsverhältnissen, die sich und ihre Familien teilweise nur mit Hilfe staatlicher Transferleistungen über Wasser halten können. Sie alle profitieren vom Mindestlohn. Ich wiederhole es gern, das sind 5 Millionen Gewinnerinnen und Gewinner dieser Entscheidung. Für diese 5 Millionen Menschen verbessert sich übrigens nicht nur die Einnahmesituation. Auch wenn der Aspekt im täglichen Leben sicher zunächst die größte Bedeutung hat, gibt es weitere Auswirkungen. Die Menschen erfahren auch einen gebührenden Respekt und eine gebührende Anerkennung für ihre Arbeit, die sie natürlich zuerst im eigenen Interesse erbringen. Ihre Leistung ist aber auch Teil des Erfolgs unserer Volkswirtschaft insgesamt. Dass eine faire Entlohnung mit höherer Arbeitnehmerzufriedenheit und Leistungsbereitschaft einhergeht, wird auch für die Wirtschaft in Deutschland von Bedeutung sein. Der Mindestlohn, meine Damen und Herren, wird aber auch für Nachfrageeffekte sorgen. Die Ökonomen des IMK, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, erwarten 2014 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,8, für 2015 von 2,3%. Ein tragendes Element des Wachstums der Binnenmarkt ist die Binnennachfrage. Und ein treibendes Element für die Binnennachfrage sind die Löhne und damit auch der Mindestlohn, meine Damen und Herren. Und nicht zu vernachlässigen ist der wettbewerbliche Effekt. Indem wir dafür sorgen, dass alle Wettbewerber ihren Beschäftigten den Mindestlohn zahlen müssen, stoppen wir die Lohnspirale nach unten. Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland definiert sich nicht mehr über Lohndumping. Gleiche Wettbewerbsbedingungen stärken den Wettbewerb durch Qualitätsverbesserung, und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Ja, es gibt Ausnahmen, meine Damen und Herren, Übergangsfristen für Zeitungszusteller, Saisonkräfte, Branchen mit Tarifverträgen, die gesetzlichen Lohnuntergrenzen verändert haben. Dort, wo es die Tarifpartner gemacht haben, war es eine kluge Lösung. Dort, wo man einen Kompromiss gefunden hat, ist am Ende trotzdem sicher. Ab dem 01.01.2017 haben alle den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Lassen Sie mich abschließend noch einmal ausdrücklich betonen, wir schließen hier in Deutschland eine Gerechtigkeitslücke. Wir kommen der europäischen Sozialcharta nach, die auch von Deutschland bereits 1964 ratifiziert wurde. Sie fordert ein gerechtes Arbeitsentgelt. Wir haben eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist ein wichtiger und ein bedeutender Tag für Millionen von Menschen in Deutschland. Dankeschön. Olaf Lies, SPD, der Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, war das. Morlock aus Sachsen.
Sven Morlock, FDP, der Arbeitsminister aus Sachsen. Er wird deutlich machen, dass Sachsen sich enthalten wird und nicht zustimmen wird beim Mindestlohn. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn meine Ausführungen auf einige ganz allgemeine gesellschaftspolitische Fragestellungen eingehen. Vor etwa 20 Jahren haben wir die politische Diskussion unter dem Schlagwort geführt, Arbeit fördern statt Arbeitslosigkeit. Und ich halte diese politische Grundaussage, dass es sinnvoller ist, Arbeit zu fördern als Arbeitslosigkeit, nach wie vor für richtig. Es war damals übrigens eine Forderung der Gewerkschaften gewesen, die gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir die Menschen in einen Arbeitsprozess bringen. Denn Arbeiten, sehr geehrte Damen und Herren, ist deutlich mehr als Geld verdienen. Arbeiten, einen Arbeitsplatz haben, heißt auch soziale Interaktion mit den Kollegen am Arbeitsplatz. Arbeit zu haben, heißt auch Bestätigung zu erhalten, für den eigenen Arbeitserfolg Anerkennung zu erhalten im Unternehmen, heißt Teilhabe in der Gesellschaft, anstatt zu Hause rumzusitzen. Also Arbeit ist deutlich mehr als Geld verdienen. Und deswegen war es richtig, in bestimmten Bereichen zu entscheiden, dass, wenn aufgrund der entsprechenden betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten der Arbeitsplatz, die Arbeitsleistung nicht allein mit Erwerbseinkommen finanziert werden kann, neben dem Erwerbseinkommen ein Transfereinkommen zu zahlen, das nebeneinander her von Erwerbseinkommen und Transfereinkommen hat da eben gerade dazu geführt, dass die Menschen wieder teilhaben konnten am Arbeitsleben, dass eben das Rauslösen aus der Arbeitslosigkeit gelungen ist und dass eben Arbeit gefördert wurde anstatt Arbeitslosigkeit. Mit dem heutigen Tag gibt es eine Kehrtwende. Wir werden zukünftig wieder Arbeitslosigkeit fördern anstatt Arbeit. Und das ist die große gesellschaftspolitische Frage, die hinter dieser gesetzgeberischen Entscheidung heute steht. Niemand ist der Auffassung, dass die Menschen für ihre Arbeit nicht anständig entlohnt werden müssen. Wenn aber tatsächlich der entsprechende unternehmerische Mehrwert nicht erzeugt wird, dann muss eben der Staat mit einem zusätzlichen Transfereinkommen aushelfen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass diese Menschen tatsächlich einen Arbeitsplatz haben. Dieses wird mit dem heutigen Gesetz insbesondere in den Regionen Deutschlands, in denen die erheblichen Auswirkungen des Mindestlohns zu spüren sein werden, nämlich in Ostdeutschland, wieder anders sein. Im Gesetzgebungsverfahren, sehr geehrte Damen und Herren, das finde ich positiv, wurden einige Vorschläge des Freistaates Sachsen aufgegriffen, die wir in der letzten Sitzung des Bundesrates eingebracht haben. Den Regelungen zum Praktikum haben Sie ja im Bundesrat auch mehrheitlich zugestimmt. Was ich aber besonders interessant finde, dass auch zwei Punkte im Gesetzgebungsverfahren des Bundestages aufgegriffen wurden, die von Ihnen in der letzten Sitzung des Bundesrates einmütig abgelehnt wurden, nämlich die Besorgnis, dass die Vergabestellen nicht zu Gerichten, nicht zu Richtern gemacht werden dürfen. Das hatten wir beantragt, von Ihnen wurde es abgelehnt. Der Bundestag hat es dankenswerterweise übernommen. Und auch die Problematik der Arbeitszeitkonten. Ich erinnere an die Regelung, maximal 50% eines Monats hätte auf dem Arbeitszeitkonto stehen bleiben dürfen. Auch das hatten wir als Freistaat Sachsen insbesondere für die Baubranche als ungeeignet empfunden, Ihnen zur Änderung vorgeschlagen. Sie hatten dies einmütig abgelehnt. Der Deutsche Bundestag war etwas weitsichtiger gewesen und hat diesen Vorschlag des Freistaates Sachsen übernommen. Hier freuen wir uns und hier bedanken wir uns. Es sind aber auch im Gesetzgebungsverfahren einige wichtige Fragen offen geblieben. Ein Thema ist die Altersgrenze 18. Lebensjahr im Bereich der Berufsausbildung. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sich die
Wirklichkeit in der Berufsausbildung anschauen und das Alter der jungen Menschen, die in Berufsausbildung sich befinden, dann ist das 18. Lebensjahr die ungeeignete Grenze. Das 25. Lebensjahr wäre hier sicherlich sinnvoller gewesen. Ich bin mir sicher, dass diese Regelung dazu führen wird, dass es schwerer wird, junge Menschen, insbesondere Problemfälle, in eine Berufsausbildung zu integrieren. Wir haben auch eine Änderung im Rahmen der Frage, ab welchem Quorum ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt werden kann. War das bisher noch ein Quorum von 50% der Beteiligten, also der Mehrheit? Wird es zukünftig möglich sein, dies auch zu tun, wenn nur eine Minderheit von einem solchen Tarifvertrag betroffen ist? Sehr geehrte Damen und Herren, ich spitze es mal zu. Das ist das Diktat der Minderheit über die Mehrheit. Ob wir das wirklich gesellschaftspolitisch wollen, da habe ich doch meine erheblichen Zweifel. Und auch die Frage, wie wir die Einhaltung dieser Regelungen kontrollieren wollen, führt bei mir zu einem Stirnrunzeln. Wir sind als Freistaat Sachsen besonders betroffen durch die illegale Einfuhr von Drogen aus Tschechien. Crystal ist das Thema. Das ist ein Thema, über das wir im Sächsischen Landtag das häufiger auch diskutieren, weil es tatsächlich ein Problem ist. Wie wollen Sie den Menschen zu erklären, dass Sie nun die Leute, die eigentlich beim Zoll die Aufgabe hätten, sich um dieses Thema zu kümmern, in die Backstuben oder in die kleinen mittelständischen Unternehmer schicken wollen, um dort zu kontrollieren, ob der Mindestlohn eingehalten wird? Reden Sie mal mit den Handwerksunternehmern in diesen Bereichen. Grenzkriminalität zu bekämpfen, ist doch allemal sinnvoller, als im Handwerk beim Mindestlohn rumzuschüffeln, sehr geehrte Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Abschluss auf das Arbeitsplatzthema ansprechen kommen. Kollege Scholz ist auf die Regelungen eingegangen, die es in anderen Ländern in Europa, auch weltweit gibt, zum Mindestlohn. Und in der Tat gibt es Beispiele, wo ein Mindestlohn eingeführt wurde, ohne dass er negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt hatte. Das war immer dann der Fall gewesen, wenn der Mindestlohn moderat eingeführt wurde, dass die Zahl der Betroffenen nicht allzu groß gewesen ist. Und wenn man sich dies anschaut und die vorliegenden Regelungen sich genau betrachtet, dann kommt man zum Ergebnis, dass natürlich selbstverständlich in einem Bundesland wie Hamburg das keine negativen Auswirkungen haben wird, weil das Lohnniveau im Allgemeinen in dieser Stadt so hoch ist, dass kaum jemand von der Einführung betroffen sein wird. Es wird auch generell so sein, dass in den Altbundesländern das Niveau so hoch sein wird, dass wohl größere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht zu befürchten sein werden. Wir wissen doch aber auch, sehr geehrte Damen und Herren, dass das Lohnniveau in Ostdeutschland deutlich niedriger liegt als in Westdeutschland. Und für die ostdeutschen Bundesländer trifft eben diese Aussage dann nicht mehr zu, dass der Mindestlohn von 8,50 Euro moderat ist und eine geringe Erhöhung der entsprechenden Vergütung bedeutet, sodass arbeitsmarktpolitische Effekte ausbleiben. Das Gegenteil wird der Fall sein. Und es ist ja auch ganz offensichtlich, wenn man die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen meinetwegen vergleicht. Baden-Württemberg, Außengrenze zu Frankreich, Mindestlohn 9 Euro. Sachsen, Außengrenze zu Tschechien und zu Polen, Mindestlohn circa 2 Euro. Dass es dort im grenznahen Bereich und insbesondere im Bereich der Dienstleistungen zu einer Abwanderung in das Ausland kommen wird, ist doch ganz offensichtlich. Und deswegen wäre es richtig gewesen, wie wir es als Sachsen immer vertreten haben, keinen einheitlichen generellen Mindestlohn für Deutschland festzulegen, sondern einen nach Branchen und Regionen differenzierten Mindestlohn. Diese Regelung hätte den unterschiedlichen Situationen, die wir in der Bundesrepublik Deutschland in den vielen Regionen haben, besser Rechnung getragen. Wir liegen Briefe vor, Einwendungen gerade von den Landkreisen im Freistaat Sachsen, wo die Landräte
deutlich machen, dass aufgrund der Regelung, die wir hier heute treffen, eine flächendeckende Versorgung mit Taxen 24 Stunden, 7 Tage nicht mehr möglich sein wird. Und es ist eben der Bäcker und der Fleischer und der kleine Laden um die Ecke, der in den ländlichen Regionen zu verschwinden droht. Und weil dieses Gesetz diese negativen Auswirkungen gerade auf die ländlichen Räume im Freistaat Sachsen haben wird, werden Sie sicherlich verstehen, dass wir heute auch nicht zustimmen können. Vielen Dank. Sven Morlock, FDP, der Arbeitsminister aus Sachsen. Er hat noch mal deutlich gemacht, die alte FDP-Position, dass ein Mindestlohn Arbeitsplätze vernichtet, Arbeitsplätze kosten wird. Und als nächste Rednerin hören wir jetzt Christina Haderthauer, CSU, die Bundesratsministerin aus Bayern. Europaweit einmalige Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg, sozialer Prosperität und gesellschaftlicher Stabilität. Ursache dafür sind richtige politische Weichenstellungen, aber auch eine gute Balance zwischen staatlichem Handeln und organisierter Eigenverantwortung der Bürger. Ein Teil dieser Eigenverantwortung stellt das historisch gewachsene System der Tarifverträge dar. Grundgesetzlich geschützt seit Jahrzehnten handeln die Tarifvertragsparteien in Deutschland, Arbeitgeber auf der einen Seite und Arbeitnehmer auf der anderen Seite, Arbeitsbedingungen aus, von Lohnhöhe bis Arbeitszeit, von Urlaub bis Weiterbildung. Dieses System, ergänzt durch individuelle Betriebsvereinbarungen, kann deutlich flexibler, schneller, zielgenauer und abgewogener agieren, als das der Gesetzgeber jemals konnte und können wird. Das gilt umso mehr in der Zukunft. Der globale Wettbewerb ist es, dem sich unsere Unternehmen, und zwar auch die kleinen, inzwischen stellen müssen. Staatliches Handeln stößt aber nach wie vor an nationale Grenzen und wird daher gerade künftig immer weniger der Erwartung nachkommen können, die Aufgabe und die Möglichkeiten von Tarifvertragsparteien übernehmen oder ausfüllen zu können. Bemerkenswert ist deshalb an dem Gesetz, was wir heute verabschieden, weniger die Höhe des jetzt gesetzlich eingeführten Mindestlohnes als die Tatsache, dass ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird. Mit diesem ursprünglich als Tabubruch geltenden Schritt haben wir uns es nicht leicht gemacht. Gerade wir nicht, die wir zu denjenigen gehören, die den Staat nicht von vornherein mit mehr Zutrauen bedenken, als wir es in die Bürger und ihre selbstorganisierte Eigenverantwortung haben. Dennoch meine ich, dass uns letztlich nichts anderes übrig blieb als dieses Gesetz und dass es deshalb sinnvoll und richtig ist. Warum? Die Bereitschaft der Menschen, sich selbst zu engagieren und ihre Arbeitsbedingungen selbst organisiert zu beeinflussen, nahm ab und nimmt ab. Aus den verschiedensten Gründen sinkt die Tarifbindung auf Arbeitnehmer, aber auch auf Arbeitgeberseite. Und damit sinkt auch die Aktionsmöglichkeit und die Gestaltungskraft der Tarifvertragsparteien. Die Folge davon, nicht alle, aber zu viele, haben das Soziale unserer sozialen Marktwirtschaft über Bord geworfen und versucht, im globalen Wettbewerb und im Wettbewerb um den Verbraucher über Niedriglöhne zu gewinnen. Die kalten Regeln des Marktes, aber ohne soziale Flankierung, das war noch nie etwas, was sich lange halten konnte in Deutschland. Zu Recht. Wir können den Wettbewerb nicht über Niedriglöhne gewinnen. Und der Punkt ist, wir wollen das auch nicht. In unserem prosperierenden Staat wächst zunehmend ein Kollektivbewusstsein für das Gemeinwohl. Eine Sensibilität dafür, was es bei uns einfach nicht geben sollte. Wenn schon in der Nachkriegszeit galt, dass man von seinem Lohn leben konnte, dann muss das heute doch erst recht gelten. Dieser Meinung sind die Menschen völlig zu Recht. Und wir haben in den letzten Jahren gemeinsam erlebt, dass quer durch alle Parteien die Bedenken gegen einen Zugriff des Staates auf bisher eigenverantwortlich organisierte Fragen abnahmen und der Wunsch nach Regeln, die ein Mindestmaß an sozialer Fairness erhalten oder bringen sollten, gewachsen ist.
Die Arbeit in den letzten Wochen hat sich gelohnt. Wir haben den Gesetzentwurf fit gemacht für die Realität in unserem Land. Meine Damen und Herren, soweit also die Rede von Christine Haderthauer, CSU, die Bundesratsministerin aus Bayern. Und damit geht unsere Live-Übertragung aus dem Bundesrat für heute zu Ende. Gleich wird es die Abstimmung hier zum Mindestlohn geben. Und wie gesagt, der wird heute den Bundesrat passieren. Lediglich Sachsen wird sich der Stimme enthalten. Ähnlich wird es auch bei dem anderen großen Gesetzespaket aus dem Bundestag, bei dem EEG sein. Auch da wird der Bundesrat heute den Weg freimachen, sodass auch das pünktlich und wie geplant in Kraft treten kann. Das war es also wieder von uns heute für Sie hier aus dem Deutschen Bundesrat. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, gebe damit zurück zu Thomas Bade nach Bonn.